Wie war's gestern? Gut. Hat Spaß gemacht. War schön im Mau-Club. War ein bisschen Mau besucht, aber die Leute waren sehr herzlich. Vielleicht waren nicht so viele da, wie erwartet, aber... Es waren wenige da, aber die Leute, die da waren, die waren wirklich sehr am Feiern. Genau. Und vor allem, wir wollen mal hervorheben, dass der Club auch wirklich sehr, sehr, sehr gastfreundschaftlich war. Ja. Und uns sehr willkommen geheißen hat. Oh ja, wir haben uns sehr wohl gefühlt. Ja. Wir hatten sogar zwei, wir hatten sogar drei Stagehands. Und einen Lichttechniker. Wir standen nicht im Dunkeln. Und heute fahren wir nämlich nach Leer. Was viele nicht wissen, ich bin ja bekennender Nordsee-Fan. Warum eigentlich? Ich mag es da einfach, weiß ich nicht. Es ist schön da, die Gegend gefällt mir. Weißt du, was ziemlich anstrengend ist? Was denn? Die Kamera immer so hochzuhalten, weil du so groß bist. Das wäre eigentlich so mein Blickwinkel, so sehe ich dich die ganze Zeit. Oh, wow. Aber jetzt muss ich immer die ganze Zeit die Kamera über meinem Kopf halten, damit ich dich überhaupt so ein bisschen auf Augenhöhe erwische. Du wischst mich immer auf Augenhöhe. Oh. Haut ganz viel Liebe für Mari in die Kommentare. Alle raus! Los, du Landratte, jetzt mach die Tür auf! Raus! Vorwärts! Ich bin so müde, Jonas. Gibt's auch nicht. Ich will schlafen. Cute. Ich will schlafen. Wo sind wir heute? In Leer und wir hoffen, es wird voll. Deine Mama wird voll sein. Mal schauen. Na, hast du gut geschlafen? Nee. Du hast aber geschlafen. Mhm. Ja. Gar nicht mal so kurz. Hey. Wenn ihr alle senile Blättfurcht habt. Nix da, ich habe Video geschnitten, du Pfeife. Heute Morgen, du Pfeife. Komm weg, Konnte Alter. Nicht, weil du so laut geschnarcht hast. Yo, geschnarcht haben maximal du und Mario. Hast du irgendwas gehört davon, dass ich geschnarcht habe? Ja. Hast du nicht. Habe ich du wohl. Du hast tatsächlich ziemlich krass geschnarcht zwischendurch. Du hast irgendwie von alleine wieder aufgehört, aber zwischendurch war es echt krass. Halte ich für ein Gerücht. Tobi, ich bin müde. Müde? Ja. Herzlich willkommen in Leer. So, Mann. Hi. Und? Habt ihr gut gepennt? Nee, nicht so wirklich. Geschlafen als die Nacht davor. Echt? Ja. Ja. Ah, guten Tag. Was ist denn da drin los? Architektonische Leistung angucken da drin. Fantastisch. Ja? Echt geil. Wirklich geil. Hallo, guck mal, da freuen sie sich ja alle, uns wiederzusehen. Was ist denn das für eine geile Halle, ey? Ja. Sehr gemütlich. Wow. Wow. Sieht das fantastisch aus oder sieht das fantastisch aus? Oben geht's auch noch weiter. Ich hab's mir gerade angeguckt. Ja. Hallo, Dirk. Die Solbauenhasen. Beim Essen filmen macht man nicht. Doch. Wir schon. Sag mal, sagst du mir mal Hallo oder war's das jetzt schon wieder? Hallo, Nico. Moin. Ja? Schön, dich wiederzusehen. Alles klar? Ja, danke schön. Ist ja gar nicht so lange her, ne? Ne, stimmt. Ach, guck mal, da ist nochmal eine aufgeräumte Bühne. So, mal gucken, wo ist denn der Backstage? Ah, scheinbar. Oh, ist das kalt hier. Ich weiß nicht, ob es hier... hallo? Oh, hier wird gebaut. Hier sind wir falsch, Freunde. Wo ist denn der Backstage? Ich bin gerade, ich glaube, falsch gewesen. Oben? Da, wo Nein, der mit der Mauerkeller... Ja, genau, da muss ich laufen. Ach was. Ja, okay. Ah, okay, alles klar. Cool. Ja, tatsächlich. Echt? Ja. Willst du winken? Hallo. Grüße euch alle, ihr Wer bist Fans du denn? Von Soulbound. Ich bin der Tobi. Was machst du bei Heldmaschine? Ich spiele Gitarre. Wow. Und das sogar ziemlich gut. Jedenfalls besser als Dirk. Das stimmt. Roxy, you don't have to wear that dress tonight. Au. Freunde, wo stelle ich euch denn hin? Ich gebe Tobi einfach die Kamera. Oh, Wayne, du bist einfach der Beste. Ist er nicht der Beste, Tobi? Jetzt ist die Kamera kaputt. Oh Gott, er hat mir ins Gesicht gefilmt. Ist er gefilmt als gefacelt? Gefacelt. Bruder! Ich glaube, ich muss jetzt mal Soundcheck machen. Okay, alles klar. Ready for Soundcheck oder was? Wir sind schon längst durch. Die halbe Stunde, die wir auf wenig gewartet haben. Kurz nochmal frisch machen? Ja. Ich hab ein bisschen Bauchschmerzen heute. Ich auch. Ich hab gerade überfressen. Warum hast du Bauchschmerzen? Ja, jetzt ein Messen. Oh. Kein geiles Gefühl, auf die Bühne so zu gehen. Hm. So Pflaumengefühl. Musst du im Uhrzeigersinn streicheln. Hilft das. Hm. Du bist ganz am Schluss übrigens drin. Nachdem ich unter der Dusche gefilmt war, ja. Hab ich mitgegeben. Komm her, Leute, ich zeig euch mal diesen unfassbar riesigen Raum, wo wir hier uns aufhalten. Das ist unglaublich. Hier geht's wieder zur Bühne. Dann kommst du hier rein, das ist der Kühlschrank. Hier ist dann diese unfassbare Lagerhalle, ey. Und da hinten am anderen Ende
das Catering. Problem ist, ich hatte irgendwas vergessen nach vorne. Mehrmals. Da musst du immer hin und her springen. Das ist eine Qual. Ich habe schon Seitenstechen von vielen Rumlaufen hier. Ich würde gerne mal die Aufmerksamkeit unserer Zuschauer auf dieses Gebäude lenken. Guckt euch das mal an. Das war nämlich ursprünglich mal ein Lagerhaus. Dieses Haus ist aus dem 19. Jahrhundert. Und das hier waren ursprünglich Lager. Hier hat Reis, Mehl und so weiter und Weizen und Getreide und so weiter hat hier gelagert. So, Freunde, jetzt seht ihr mal, wie es so hinter der Bühne aussieht, wenn nämlich das Publikum schon da ist und sonst noch gar nichts am Start ist. Pass auf, wir gehen jetzt mal zusammen. Oh, hier ist es nämlich. Wir gehen jetzt mal zusammen Richtung Bühne, weil ich muss nämlich noch mein In-Ear und mein Mikrofon holen. Oh, die Leute sind sehr leise. Das ist kein gutes Zeichen. Und die ganze Elektronik. So, wir sind einmal hier dran. Wir sind schon die ersten neugierigen Blicke, aber wir merken uns nichts an. Wir sind ganz cool. Wir nehmen unsere Sachen hier raus und verschwinden wieder. Los geht's. Ja! Mann, ich wollte mich davon schleichen. Jetzt hat der mal super funktioniert mit dem Schleichen und so, ne? So, jetzt bin ich den ganzen Weg hochgelaufen und stelle fest, ich hab den Akku vergessen. Also nochmal zurück. Hier sind sie alle. Hallo. Na, Bingo Bongo? Ich weiß nicht. Guck mal, ich habe auch was Tolles. Ich habe eine Papierkugel gemacht. Ja. Jetzt spielen wir Applaus ein. Oder? Nein, das ist da rein. Los, hab mich lieb, Runde, mach inne. Okay, alles klar. Müde. Au! 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 Let's go! Ist das nicht unfair, dass wir immer zuerst runter? Das ist immer so. Das ist immer die gleiche Scheiße. Komm, ZZ hier, ziemlich zügig, 3 Minuten noch. Jungs, wie war's? Geil! Ich muss sagen, Ostfriesland, ihr seid schon der Knaller. Wir wissen ja, dass ihr so ein bisschen Stimmungskanonen seid. Aber für eure Verhältnisse war das gut. Guckt euch mal diese Architektur an, ey. Die Architektur ist top. Aber es hat auch einen Nachteil, denn es ist alles super Brennholz. Von daher sind hier so ganz spezielle Rauchmelder, die man irgendwie nicht für Konzerte deaktivieren kann. Von daher mussten wir leider unsere tollen Nebelfontänen auslassen. Und das hat tatsächlich mir beim Start so ein bisschen die hat mir so ein bisschen gefehlt, dass es jetzt losgeht. Die Fontänen kommen hoch. Aber sonst, ich habe 2 Songs, glaube ich, gebraucht, um reinzukommen. Und dann merkte ich, oh, Ostfriesland kommt jetzt aber so langsam. Wir waren heute ja auch 1 Stunde früher als normalerweise. Ich war noch nicht im Konzertmodus, aber die Ostfriesen haben es schon geschafft hier. Schön. Wir schlafen heute in Bielefeld und dann fahren wir morgen nach Lübeck und freuen uns auf euch. Aber erstmal muss ich ein Naturtagebuch schneiden. Oh, guck mal, die Amy ist noch da. Ich habe festgestellt, Amy, dass es hier sehr, 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 sehr leer ist. Ja. Winkt noch. Ciao. Gute Nacht. Ciao.